Herzlich willkommen zum Highlight-Video der Partie unseres TSV Steinbach-Eiger beim Balinger SC. Viel war los. Nach zwei Niederlagen hatte sich unsere Mannschaft einiges vorgenommen und das sollte auch direkt heiß losgehen in Balingen. Da spielt Tim Kircher den Ball zu Gütschwi, Gütschwi zu Ampadu, der im Doppelpass mit Owusu. Ampadu zieht ab und der Ball ist im Tor. 1:0 für unseren TSV. Hier ist die Wiederholung. Da waren gerade mal 65 Sekunden gespielt. Super Auftakt. Unser TSV war richtig gut im Spiel, aber auch Balingen hatte die erste Chance. Hier Freistoß Pepic, der bringt den Ball in die Mitte. Abgewehrt, aber zu kurz. Der Ball geht wieder zu Pepic, der zieht ab. Knapp daneben. Und so blieb es bei der 1:0-Führung. Fünfte Minute. Owusu mit einer starken Aktion holt den Ball dann noch vor der Auslinie. Paul Stock passt quer. Tim Kirch hat alle Zeit der Welt. Guckt den Torwart aus und Tor! Wunderschön geschwänzt. Hier nochmal die Wiederholung. Astreines Tor. Das war die fünfte Spielminute. Und es stand schon 2:0 für unseren TSV. Und unsere Jungs hatten das Spiel komplett in der Hand. Einwurf, Strujic, Verlängerung, Gütschki und da Schuss von Eismann, aber gut. Vom Schussmann. Weiter ging's. Diesmal langer Ball, Sasa Strujic. Arif Gütschki, Paul Stock, der hat Platz, der geht noch ein Stück, der zieht ab. Flatterball, aber der Torwart kann gerade mit den beiden Fäusten klären. So bleibt bei der Führung unserer Mannschaft. Hier geht der Ball raus zu Serkan Firat, der mit einem kurzen Dribbling zieht ab und verfehlt den Winkel nur knapp. Es hätte auch gut und gerne schon 3:0 stehen können. Das Spiel lief hervorragend für unsere Mannschaft. Und hier mal eine Aktion der Balinger, eingeleitet von Serhat Ilhan. Jetzt Santiago Fischer, aber genau auf Markus Scholz. Und das war es auch mit den Chancen der Hausherren in der ersten Hälfte. Hier wieder eine Situation unserer Mannschaft. Bütschli und Firat setzt sich da durch, schiebt den Ball und der kullert knapp am Eck vorbei. Wäre eventuell auch eine Situation gewesen für einen Elfmeter, aber weiter ging's. Zweite Hälfte, Sasa Strujic, Abschluss und wieder gut gehalten vom Torwart. Unsere Mannschaft knüpfte da an, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Paul Stock, Serkan Firat mit dem Po abgefälscht, Eckball, jetzt langer Ball nach vorne, Markus Scholz, Paul Stock, Serkan Firat, der sieht Tim Kircher, da ist niemand, der nimmt Maß und Tor! Wunderschöner Treffer von Tim Kircher, wieder mit der Innenseite, schön unter die Latte platziert, 3:0, 71. Spielminute, das war die Entscheidung und nun brachen auch die Dämme beim Balinger SC, wie man in den nächsten Situationen auch noch sehen kann. Paul Stock mit dem Diagonalball auf Jonas Singer, Abwehrfehler und der Ball ist drin, Tor! Der rutscht dem Verteidiger unter dem Fuß durch und Jonas Singer nutzt das eiskalt mit dem Schuss ins lange Eck. 74. Minute, da stand 4:0. Jetzt mal ein langer Ball der Balinger auf Werle. Werle mit einem Haken, zieht ab, aber Manuel Kober ist zur Stelle und kann zur Ecke klären. Hier nochmal eine Situation der Balinger. Flanke in die Mitte, Kopfball, aber der geht am kurzen Eck vorbei. Das war's dann auch, was Balingen in diesem Spiel offensiv hatte. Und hier nochmal eine Situation unserer Mannschaft. Paul Stock bekommt den Ball von Jonas Singer, dreht sich, nimmt Maß, trifft ins lange Eck. Tor! 5:0. Der Balinger SC hat in der Regionalliga mal 1:6 auf dem Kunstrasen verloren gegen Offenbach. Heute 0:5 gegen unsere Mannschaft. Und das war's dann auch. Das Spiel war vorbei. Super Leistung hier am Kaiserstuhl von unserer Mannschaft und wir kommen jetzt zu den Statements unseres Trainers Ersan Palatan in der Pressekonferenz. Erstmal natürlich Hallo in die Runde, schönen Samstagnachmittag an alle erstmal. Wir sind natürlich sehr erleichtert, weil wir nicht gut in die Saison gestartet sind. Wir haben zweimal 0:1 verloren und war natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel, einfach um den Bock auch umzustoßen, dass es natürlich auf diese Art und Weise uns gelungen ist. Da muss man den Hut vor den Spielern ziehen, die wirklich in der ganzen Woche auch ganz normale Abläufe getätigt haben und einfach auch in dieses Spiel sich reingesteigert haben. Wir waren von Beginn an sehr
ja, ich sag mal, im Spiel drinne gewesen. Die Jungs wollten unbedingt heute das Spiel gewinnen, das hat man gemerkt. Und natürlich auch mit der ersten Aktion und der zweiten Aktion gehen wir 2-0 in Führung. Das hat uns Sicherheit gegeben, das hat uns Selbstbewusstsein gegeben. Und ich muss sagen, dass wir auch schon in der ersten Halbzeit definitiv klare Torchancen hatten, um das Ergebnis höher zu schrauben und in der einen oder anderen Situation auch natürlich das Quäntchen Glück, kein Gegentor bekommen zu haben. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit versucht, die Räume zu verengen, im Spiel nach dem Ball gewinnen, die Konteraktion schnellstmöglich auszuführen, die Räume, die sich uns gegeben haben, auch zu nutzen. Das hat die Mannschaft in einer Art und Weise, die sehr, sehr gut war, durchgezogen und auch am Ende, denke ich mir, mit in der Höhe auch verdient gewonnen. Und das war für uns ein gelungener gelungener Samstag heute. Und die Jungs haben sich das einfach verdient. In diesem Sinne erstmal vielen Dank. Vielen Dank. Nochmal weitere Frage. Eine Frage an den Herrn Palatan. Sören Eismann musste zur Pause ausgewechselt werden. Ich fand, er hat in der ersten Halbzeit eine überragende Leistung gebracht. War das verletzungsbedingt oder was war der Hintergrund? Frage an den Gestern-Trainer Palatan. Die Auswechslung zur Halbzeit von Sören Eismann, der eigentlich zu den Stärksten zählte an Halbzeit 1. Ja, der Sören Eismann hat Trainingsrückstand gehabt. Wir hatten schon in der Woche besprochen, dass er von Anfang an spielen wird, dass die Mannschaft ihn braucht. Das hat man in den zwei vorigen Spielen gesehen. Ist natürlich ein sehr erfahrener Spieler, aber die Kraft hat halt nur 45 Minuten gereicht. Und das war auch so abgesprochen, dass er sich durchbeißen soll. Und er hat dann ganz klar signalisiert, dass es bei ihm nicht geht. Und da muss man als Trainer auch entscheiden, weil wir haben auch eine gute Breite, eine starke Breite. Und ich denke mir auch, Dino Bisanovic für ihn eingewechselt. In der zweiten Halbzeit hat sich dann nahtlos zugefügt zu dieser Mannschaft, die heute ein tolles Spiel gemacht hat, aber ich sehe es ähnlich. Der Eisi hat für uns heute auch eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur durch seine Art, durch seine Präsenz, durch seine Kommunikation auf dem Platz, sondern auch durch seine Zweikampfführung und durch seine Intensität im Spiel, die den Jungs auch die Sicherheit gegeben, die wir ja, anscheinend in den zwei vorigen Spielen nicht so auf dem Platz bekommen haben.